Wir kannten es ja eigentlich schon aus der Bundesliga von Werder, dass wir dort häufig zusammengespielt haben. Und ja, mit der Zeit hat sich das Ganze dann so ein bisschen als Normalität, sage ich mal, ja, eingeschlichen. Und trotzdem ist so ein größeres Turnier, wie es jetzt DM ist, natürlich nochmal für uns beide etwas Besonderes, dass wir es zusammen machen dürfen. Den Traum hat, glaube ich, jeder junge Fußballer, irgendwann mal in der A-Nationalmannschaft zu spielen, wenn es dann mit Maxi noch zusammen ist. Das ist natürlich super, gibt, glaube ich, nicht viel Schöneres. Ist schon erstmal ein schöner Faktor, dass man auf jeden Fall immer einen dabei hat, dem man auch ja, zu 100% vertraut. Mit dem, an dem man sich immer wenden kann, wo man sich auch austauschen kann, über das Training, über die Spiele oder einfach über das Gesamte. Das ist einfach schön und wir beide verstehen uns zudem halt auch noch richtig gut und machen halt auch außerhalb des Platzes viel zusammen. Und dann hast du deinen, ja, sage ich jetzt mal, besten Freund auch noch an der Seite und deswegen, das erleichtert das oder macht das Ganze noch mal ein bisschen schöner. Hier haben wir Einzelzimmer. Also normalerweise teilen wir uns eins, bei Werder zum Beispiel. Aber hier war jetzt die glückliche Fügung, dass jeder ein Einzelzimmer hat. Und haben wir uns jetzt nicht gegen gewehrt. Ich hätte gern seine Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor. Das ist, glaube ich, eine seiner größten Stärken auf jeden Fall. Ja, und ich mag Maxis Ruhe und Übersicht mit dem Ball. Sicherlich haben wir auch Schwächen, aber... Da sprechen wir nicht so gerne drüber.